gut. Is no good. Is no good. Is no good. Is no good. Der Großvezier gewinnt niemals. Was denkt denn ihr? Doch wird es zu verrückt, Kalif. Geht vielleicht noch etwas schief. Er will sogar Kalif. Soll das Karussell sich drehen, wirbelt listige Ideen. Täglich treibt er falsche Spiel. Kalif zu sein, das ist sein Ziel. Is no good, is no good, is no good. So beruhigt euch bloß, Herr, und vergesst nicht, dass ihr inkognito hier seid. Ich werde es nie schaffen, nie und nimmer wird es mir gelingen, Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Ober noch zwei Granatapfelmilchshakes. Nein, für mich doch keine Milch. Granatapfelsaft pur on the rocks. Ich brauche jetzt was Stärkeres. Bitte reißt euch zusammen und seid vernünftig. Ahoi, Matrosen, ahoi! Los, was Anständiges zu trinken wird. Ich bin am Verdursten. Immer mit der Ruhe. Ich komme gleich. Wer ist der Mann da? Der da? Das ist Strandbad der Seefahrer. Der Kerl spinnt jede Menge Seemannsgarn. Ja, ja, er hat sehr viel Fantasie. Nur Fantasie, wagst du das zu nennen? Ich muss mir das sagen lassen, der ich den schlimmsten Gefahren entronnen bin, Kerl. Ja, allerdings, das bin ich. Ich, der von den Kannibalen aufgefressen wurde. Das ist die Wahrheit, ungelogen. Doch ich hatte Glück. Ich konnte ihn vor Ende der Mahlzeit noch entwischen. Von Kannibalen aufgefressen? Ja, das ist wahr. Es hat ihn ein schönes Stück Haxe eingebracht. Und noch eins wird dich sicher interessieren, Fremder. Ich kenne eine Insel gar nicht mal weit von hier, auf der hausen zwei schreckliche Riesen. Nein, wirklich. 30 tapfere Seeleute haben nahe der Insel Schiffbruch erlitten und sind seitdem niemals mehr gesehen worden. Und was glaubst du, ist aus den 30 Seeleuten geworden? 30 Mahlzeiten. Einfach unfassbar. Hast du das gehört, Tunichtgut? Nicht, dass ich etwa Interesse hätte, aber sag mal, wo liegt diese Insel? Tja, weißt du nicht, dass sie zu verkaufen wäre, aber hier in meinem Besitz befindet sich eine genaue Karte davon. Nicht, dass ich etwas davon verstünde, trotzdem sag, was verlangst du dafür? Nicht etwa, dass ich aufs Geld aus wäre, aber ich möchte dafür 112.327 Piaster. Oh, nicht, dass ich feilschen möchte, aber... Ich biete dir ganze 47 Piaster und 12 Maravedis. Naja, nicht, dass ihr mir sympathisch wärt, aber ich schlage ein. Du wirst sehen, das ist ein sicherer Weg, den Kalifen loszuwerden. Tja, man muss zu großen, zu Riesenmitteln greifen. Genau. Herr, passt lieber auf. Nur ein falscher Zug und wir sind schachmatt. Wir werden den Kalifen auf der Insel der zwei Riesen aussetzen. Dann bin ich endlich Kalif anstelle des Kalifen. Oh, Beherrscher der Gläubigen. Was gibt's, mein guter Isnogut? Ich bitte euch, ich flehe euch an. Habt Erbarmen mit mir. Unternehmt mit mir morgen früh eine Angelparty. Oh, bitte, ich... Angelparty? Aber mit Vergnügen, mein guter Isnogut. Ich liebe Angeln. Ihr nehmt an? Ihr nehmt ohne weitere Einwände an? Juhu, er geht mit. Ja. Aber wir alle wissen, dass es wieder schief gehen wird. Wir mieten uns ein Boot. Aber ist nur gut. Wir könnten doch auf meine Luxusfelucke gehen. Da sind 50 Seeleute, Musiker, auch Köche und... Nein! Wir werden ganz allein fahren, nur wir drei. Tunichtgut und ich, wir beide steuern das Schiff. Und ihr werdet angeln. Gut, meinetwegen. Und wer, bitteschön, soll dann rudern, Herr? Dreimal darfst du raten. Immer geradeaus, Tunichtgut. Kurs halten!
Das gefällt mir nicht. Ihr seid wohl noch lange nicht matt, Herr. Nicht mehr lange, dann kommt die Insel der Riesen in Sicht. Da ist sie, Strandbad, der Seefahrer hat nicht gelogen. Die Insel der Riesen. Oh, das wurde aber auch Zeit, muss ich sagen. Nun müssen wir so tun, als würden wir sinken. Wir sinken! Wir sinken! Wir sinken! Wir sinken! Kalifen und Kinder zuerst! Psst. Mein Guter, ist nur gut, du verjagst mir ja die Fische. Ja, wie laut sollen wir denn noch schreien, damit ihr begreift, dass wir sinken? Das Schiff sinkt, ist schon bald unter Wasser. Oh. Glücklicherweise ist eine Insel in der Nähe. Ihr müsst versuchen, dorthin zu schwimmen. Endlich! Ah, wir sinken! Wir sinken! Wir sinken! Wir sinken! Schon gut, tu nicht gut. Mein Vorgänger ist über Bord. Du brauchst nicht länger zu schreien. Wir werden nach Hause fahren. Aber Herr, seht doch, wir sinken wirklich! Man sollte nie handeln, wenn es um ein Schiff geht, Gebieter! Blöd, Mann! Hast du noch nie was von der Handelsmarine gehört? Ich konnte einen Fisch retten. So haben wir was zu essen und können in Ruhe warten, bis man uns rettet. Psst, sprech nicht so laut! Ach was! Wir machen ein Feuerchen, um den Fisch zu grillen und um auf uns aufmerksam zu machen. Nein, nur das nicht! Na schön, wie du willst, mein Guter, ist nur gut. Los, verstecken, damit uns keiner bemerkt. Aber wieso, mein Guter, ist nur gut? Psst, seid still und am besten alle auf Zehenspitzen laufen. Herr, habt ihr zufällig eure Strümpfe und Schuhe ausgezogen? Oh, Gebieter, könnt ihr auch sehen, was ich da sehe? Aber wo laufen die zwei denn nur hin? Seit dem Schiffbruch benehmen die sich ziemlich seltsam. Peterchen, schau mal, was ich gefunden habe. Einen guten Tag wünsche ich euch, Herr. Und ich dachte, die Insel sei unbewohnt. Euer Anblick ist eine große Überraschung. Sie haben den Kalifen und uns nicht. Wir haben es geschafft. Ich glaube, ihr seid da etwas voreilig, mein Herr. Wir sind immer noch auf der Insel. Nicht mehr lange, tu nicht gut. Wir werden uns ein Boot bauen und die Insel verlassen. Und widersprich ja nicht den Befehlen deines Kalifen. Wir fällen den Baum, höhlen ihn aus und bauen ein Boot daraus. Ja, aber alles, was ich habe, ist ein Dessertmesser. Schön, das passt gut, weil das ein Obstbaum ist. Los an die Arbeit, ich werde den Baum festhalten. Juhu! Ist nur gut. Was? Wie habt ihr es geschafft zu entkommen, Hoheit? Ich habe schon überall nach dir gesucht. Hinter jedem Baum, mein guter Ist nur gut. Ich will dir zwei große Freunde vorstellen, die deine Bekanntschaft machen möchten. Beeindruckend, nicht? Gebt euch die Hand. Ich bin sicher, ihr werdet große Freunde werden. Lass mich los, lass mich los! Nun mach schon, tu nicht gut! Tu endlich irgendwas! Wisst ihr, Gebieter, ich glaube, er hat uns in der Hand. Und das hier ist mein Freund Isnogut und der hier sein treuer Mietsklave Tunichgut. Lasst mich doch gehen. Seht nur, wie ich aussehe. Ich bin sehr mager und äußerst hässlich, ein dürrer kleiner Wicht. Der Kalif macht, was her. Er ist schön dick, enorm rund und fleischig. Der müsste euch bestens schmecken. Oh, du lieber Schmeichler, hör damit auf. Willst du wohl still sein? Essen? Was essen? Wen essen? Wollt ihr nicht, ich meine, uns aufessen? Ich meine, wenn ihr den Kalifen esst, habt ihr noch mehr davon. Oh. Hörst du das, Peterchen? Er glaubt, wir würden sie alle essen. Wir sind doch Vegetarier. Wir essen vor allem Gemüsesuppe. Mami sagt, davon wird man groß und stark. Aber was habt ihr mit den 30 Matrosen getan, die bei euch gestrandet sind? Stimmt ja, Peterchen. Wir sollten nun genug haben. Ich zähle mal durch. Eins, zwei... Oh, ihr kitzelt mich ja. Und drei. Mit diesem hier haben wir genau 33. Ganz klar, da ist einer zu viel. Tja, was machen wir da, Peterchen? Wir losen einfach aus, Dummerchen. Ene, mene, mene, mu, du bist Bauer, du bist Kuh. Welche Hand? Wenn sie schreit, dann schlägt er zu. Diese hier.
Aber Freunde, was ist denn mit mir? Die schicken wir nach Hause. Was? Den wollt ihr nach Hause schicken? Das ist nicht fair! Peterchen, hol dein Boot her, Kleiner. Das, mit dem du immer Bart spielst. Hier, bitte. Mach's dir bequem. Wir blasen dich mit einem Hauch nach Hause zurück. Das ist gemein. Ich will auch nach Hause sofort. Ich will nach Hause. Hört ihr? Fertig? Ja, wir sehen uns dann später, mein lieber Isnogut. Amüsier dich nach Herzenslust. Amüsier dich gut. Ich bin nicht aus Spaß hier. Aber wir, kleiner Zwerg, Peterchen und ich sind nämlich leidenschaftliche Spieler. Ja, und nun können wir endlich unser Lieblingsspiel spielen. Machst du mal die Schachtel auf, Dummerchen? Lass mich los! Schaut mal, Jungs, zwei neue Figuren. Ihr kommt ja gerade recht, wie schön. Ja, dann können wir endlich anfangen zu spielen. Wisst ihr, was ich euch gesagt habe? Ich habe gesagt, ihr würdet es wieder vermasseln. Noch ein Wort, du hirnloser Idiot, und ich erwürg dich! Sei ruhig, Läufer. Beim Schachspielen muss man sich konzentrieren. Hm? Du fängst an, Peterchen. Du hast einen kleinen Fehler gemacht, Peterchen. Ich werde deinen Läufer mit meinem Springer schlagen. Oh, ich will der König werden anstelle des Königs. Oh! So schwer kann das doch nicht sein. Mir muss irgendwas einfallen. Wer ist da? Ich bin's bloß. Hoffentlich störe ich euch nicht. Natürlich tust du das. Ich versuche nachzudenken. Ach, ihr wollt nachdenken. Worüber denn, Herr? Idiot, rate mal! Oh ja, ich weiß schon, wie ihr Kalif anstelle des Kalifen werden könntet. Genau das ist mein Problem, tu nicht gut. Was? Das ist eine Lüge! Das sind ganz abscheuliche Verleumdungen! Wie hinterlistig! Was ist da unten für ein Radau? Ich kann bei diesem Krach nicht vernünftig nachdenken! Hey, du da unten auf der Terrasse, halt deine Klappe! Was für eine Gemeinheit! Es ist alles erstunken und erlogen! Der macht mich wahnsinnig! Kein Mensch hört auf mich! Na, der Wache werde ich die Flötentöne beibringen! Ich sage es nochmal, das ist eine Lüge! Oh. Was soll dieser Tumult vor meinem Fenster? Na los, antwortet! Dieser Widerling da behauptet, dass ich meinen Job als Palastwache nur durch Beziehung erhalten haben kann. Das ist aber gelogen. Durch Beziehungen? Wie kommt er darauf? Naja, wisst ihr, es stimmt schon. Der Chef der Palastwache ist tatsächlich mein Vetter. Und ich habe ihm etwas Geld gegeben. Na und? Das heißt noch lange nicht... So habe ich den Posten nicht erhalten. Frag den General, meinen Onkel. Der hat meinen Vetter eingestellt. Was machst du übrigens hier? Wer bist du und woher kommst du? Antworte mir. Mein Name ist Skandalös. Ich erfinde Skandale, versteht ihr? Skandale erfindest du? Folge mir. Was wird mit mir? Ihr werdet doch diesem Geschwätz keinen Glauben schenken. Werf die Wache ins Gefängnis. Ins Gefängnis? Wieso denn das? Was hat mein Schwager denn angestellt? Er ist dein Schwager tatsächlich? Natürlich, das ist er, ja. Komm schon, mach dir keine Sorgen, du wirst es gut haben im Gefängnis. Dein Neffe, der oberste Kerkermeister, freut sich bestimmt, dich zu sehen. Also Spaß beiseite, woher wusstest du, dass die Wache ihren Platz einem Skandal verdankt? Ich habe Zauberkräfte. Ich kann Skandale riechen. Ich kann sie wittern und decke sie auf. Ich dachte mir, ihr könnt mich brauchen. Was, ich? Ein Skandal ist das Allerbeste, um einen Staatschef zu Fall zu bringen. Na, wenn ihr das sagt. Dann erinnert euch mal. Vor einiger Zeit lebte der steinreiche Ibumiat in einem Palast aus Gold, Silber und Platin. Kaum hatte ich einen netten kleinen Sittenskandal aufgedeckt, musste er abdanken. Heute lebt er in beengten Verhältnissen. Und Sultan Alkoholmissbrauch, der kissenweise Schmiergelder von einem fliegenden Teppichhändler annahm, auf einem fliegenden Teppich hat er dann noch das Weite suchen müssen. Der arme Kerl hat sich reinlegen lassen. Besagter Teppich war maschinengewebt. Pech für ihn. Na schön, na schön. Aber was hat das alles mit mir zu tun?
Ihr habt nicht zufällig Lust, euer Staatsoberhaupt zu beseitigen. Und somit Staatsoberhaupt anstelle eures Staatsoberhauptes zu werden. Also diese Überlegung ist mir völlig neu. Aber da du es nun gesagt hast, wieso nicht? 300.000 Piaster, wenn die Sache klappt. 290.000 und 25 Jahre, wenn es schief geht. 20 Jahre. Einverstanden. Fein. Und nun muss ich euren Kalifen beschnüffeln. Dann mir nach. Wohlgemerkt, wenn ich nichts wittere, ist unser Vertrag hinfällig. Psst. Psst. Na und? Es ist unglaublich. Ich habe nicht die Spur eines Skandals wittern können. Ich habe es geahnt. Der Kerl ist sauber. Nun dann, ich gehe jetzt und nichts für ungut. Hey, warte! Mit deiner Erfahrung auf diesem Gebiet könntest du doch einen Skandal erfinden. Skandal erfinden? Aber das ist ja skandalös. Entweder das oder der Pfahl. Es liegt ganz bei dir. Euer Argument ist überaus überzeugend. Dann bist du also einverstanden? Ich mache es, aber ich bin nicht sicher, ob es klappen wird. Gut, also wie gehen wir vor? Ich bin für ganz traditionelle Methoden. Gibt es bei euch ein Skandalblatt? Das Skandalblatt! Kauft das Skandalblatt mit den neuesten Nachrichten und Enthüllungen! Gib mir bitte ein Exemplar! Die Enthüllung, die den Thron des Kalifen ins Wanken bringt! Jahrelang wusste der Kalif sein schreckliches Geheimnis zu hüten! Die Romanze endete mit einem Drama. Das Kind wurde bei seiner Geburt als Sklave verkauft. Oh, der Kalif gesteht, dass das Kind ihn gestört haben soll. Da hat er es für 12 Piaster verkauft. Schrecklich! 12 Piaster? So billig? Das ist skandalös! Thronerbe mit Anspruch auf Riesenvermögen fristet sein Dasein in bitterster Armut. Wahrlich hervorragend! Die ganze Stadt redet davon. Der Kalif wird gezwungen sein, zurückzutreten. Ja! Und ich werde endlich Kalif anstelle des Kalifen werden. Das macht 290.000 Piaster. Und behaltet unser kleines Unternehmen für euch. Versteht, Herr, ich habe einen Ruf zu wahren. Hey, lasst mich vorbei! Ich will sofort den Kalifen sehen! Was ist das für ein Geschrei da unten? Ich will den Kalifen sprechen. Wieso willst du den Kalifen sprechen? Immerhin ist er mein Vater. Was? Mein Vater. Ja, Herr, ich bin der verstoßene Sohn unseres Kalifen. Und nun gedenke ich, meinen rechtmäßigen Platz als Erbprinz an seiner Seite einzunehmen. Aber wenn... Hochstapler, Schwindler, ich bin der verstoßene Sohn des Kalifen. Ist das klar? Du bist ja verrückt. Ich bin der verstoßene Sohn und niemand sonst. Ich werde dich gleich von Vaters Wachen herauswerfen lassen, du Lügner. Sofort aufhören mit dem Geschrei, sonst weckt dir Papa noch auf. Ich bin der Thronherr. Der Kalif ist nur mein Papa. Nein, er ist meiner. Komm weg, er ist mein Papa. Wo ist mein Papi? Ich muss ihn sofort sprechen. Es ist wichtig. Tu nicht gut, du auch? Was meint ihr damit? Du auch, hä? Ich bin der alleinige verstoßene Sohn unseres Kalifen, Herr. Du bist der verstoßene Sohn des Kalifen? Du? Natürlich, der bin ich. Ja, ich habe euch nur nie meine Herkunft anvertraut. Ich habe das Geheimnis all die Jahre mit mir herumgetragen. Es ist mein Papa! Ich war zuerst da! Oh, was für ein entsetzliches Geschrei! Wer wagt es, mich bei meinem Mittagsschläfchen zu stören? Oh, was macht ihr denn alle hier? Paarchen! Oh, Wunder des Universums! Wieso schreien die Leute alle so, mein guter Isnogut? Nichts Besonderes, Hoheit. Ihr werdet bestimmt lachen. Sie behaupten, sie wären alle verstoßene Kinder. Man fragt sich nur, wie sie auf die Idee kommen. Was? Verstoßene Kinder in Bagdad, in meinem Kalifat? Was für ein Skandal. Einfach unerträglich. Ich werde in meinem Kalifat keinen solchen Skandal dulden. Ich adoptiere diese Armen.
Und jetzt sagt mein Kleinen, sie soll still sein, damit ihr Papa weiterschlafen kann. Aber wieso? Wirkliches Ende des Dramas um die verstoßenen Kinder. Der Kalif hat alles wieder gut gemacht und sie adoptiert. Unser lieber Kalif hat ja ein so gutes Herz. Ein gutes Herz, ja. Damit ist alles vergessen. Er ist eine Seele von Mensch. Die lieben Erbprinzen sind sehr niedlich und täglich kommen noch neue hinzu. Früher hatte der Kalif überhaupt keinen Thronerben. Bloß deinetwegen stehe ich inzwischen an 327. Stelle in der königlichen Erbfolge. Was mich ärgert, Großvezier, ist, dass mein guter Ruf darunter leidet. Dein guter Ruf, Blödmann? Ha, du bist nichts weiter als ein Scharlatan, ein mieser Lump. Aber ich verfüge wirklich über Zauberkräfte. Ich glaube nicht an deine angeblichen Zauberkräfte. Wache! Ab ins Gefängnis! Aber wieso? Ich... Er glaubt also nicht an meine Zauberkräfte. Aber eines Tages wird er daran glauben. Getränkeskandal im Kalifat enthüllt! Der Großvezier wurde als Saftpanscher entlarvt! Kauft das Bagdader Sonntagsblatt! Oh, Isnogut hat auch seine Kinder verstoßen. Der Großvezier hat sie alle ins Gefängnis werfen lassen, um ihre Entdeckung zu verhindern. Die Existenz der Kinder wurde von einem anderen Kerkerinsassen enthüllt. Los, ja. Rein mit dir! Oh. Oh, da ist ja der Papa! Aber bitte! Fertig! Was ist denn? Du bist sicher sehr froh, dass du uns wieder hast. Glaubt ihr jetzt an meine Zauberkraft? Oh, skandalös! Na, kommt, Jungs, ihr werdet doch nicht böse werden wollen. Ihr würdet doch eurem Papa nie wehtun, nicht wahr? Ja, wieso nicht? Au, 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 au! Hör auf, das ist mein Junge! Hör auf! Das darf man nicht! Au, au, au! Nicht bitte, hör auf! Was mag da drin nur vor sich gehen? Oh, wir müssen einfach weghören. Ist eine reine Familienangelegenheit. Aua! Nein! So beruhigt das doch nicht! Nein, nicht doch! Gut. Gut is no good. Is no good. No good. Auf geht's! Good is no good.